Hey Monis, herzlich willkommen zu einem neuen Review-Video. Heute geht es um die Kriegerin des Wassers und zwar um Sailor Mercury bzw. Sailor Merkur, denn wir haben was zu berichten. Und zwar hat Egmont Manga den zweiten Band der Sailor Moon Eternal Manga-Reihe endlich veröffentlicht und wir schauen uns einfach mal kurz an, was kann der, was ist der Unterschied eigentlich zu den anderen und worum dreht es sich eigentlich in diesen Kapiteln? Juli 2020 war es endlich soweit. Der zweite Band ist erschienen mit Sailor Mercury als Schutzpatronin dieses Mal auf dem Cover. Dieses schöne Exemplar kommt in einer Hardcover-Version in A5 und hat drinnen einige Farbseiten. Und geht dann als normaler Schwarz-Weiß-Manga weiter. Die Kapitel, die beginnenden Kapitel haben auch Farbseiten und diese Version deckt Akt 8 bis Akt 14, also sprich die zweite Hälfte der ersten Staffel, die ihr auch vielleicht von Sailor Moon Crystal kennt. Und das ist das Coole, denn wenn wir es mit den Ausgaben von Anfang der 2010er vergleichen, da ging es erst mit Akt 7 bis Akt 11. Man bräuchte noch quasi den dritten Band, damit man die erste Staffel fertig hatte. Und das ist natürlich das Schöne, weil die alte Ausgabe, nur die Story selber, hatte ja 12 Ausgaben und diese hier begrenzt sich jetzt auf 10. Macht es natürlich angenehmer, dass man die Geschichte schneller durch hat. Es ist auch spannend im Vergleich zu den allerersten Mangas aus den 90er, wo die Geschichte sich auf 18 Stück erstreckte. Und es wird immer kompakter. Der Preis liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung bei 25 Euro. Ist natürlich etwas teuer als die hier. Die haben 6,50 € gekostet. Ich sag's mal so, das ist eher für den normalen Manga-Leser und das ist natürlich schon was für Sammler. Sammler in diesem Fall, weil dieses Mal kommt es in dieser Hardcover-Version. Ich hoffe, man sieht es super. Zum Beispiel das Logo, das glänzt sehr schön in Gold. Der Prism-Effekt ist in dieser Ausgabe leider nicht gegeben. Wenn ich es mir jetzt aber mit der japanischen Version vergleiche, die ich hier habe, habe ich eins festgestellt. Die deutsche ist minimal größer. Hier, die Version hat natürlich kein Hardcover. Der Umschlag ist etwas dicker, aber mich freut was ganz anderes, dass ein Fehler behoben wurde. Denn auf der Rückseite ist die Silhouette von Sailor Moon zu sehen, während wir hierzulande Sailor Mercury bekommen haben. Das war leider ein Fehler in Japan, den man erst bei Veröffentlichung gemerkt hat, seitens den Fans. Ja, kann mal passieren. So. Was ich an den Japanischen halt gerne mag, ist, dass man wie zum Beispiel hier dann so Werbeflyer bekommt. Die liegen dabei. Die Japanischen haben auch diesen sogenannten Obi. Das ist eine Art Lesezeichen, kann man sagen. Auch hier die neuen Kapitel. Anfänge auch mit Farbseiten. Hier ist die Seite etwas matter, während es in der deutschen Version etwas glänziger ist. Also von der Papierauswahl ist die deutsche deutlich besser, rechtfertigt dann auch irgendwo den Preis, finde ich. So. Ich schaue mir hier mal den. Hier ist auch der Prism-Effekt sehr minimal. Also man sieht es an den Haaren etwas. Ich weiß, es ist etwas schwierig zu sehen, während bei uns keiner ist. So, dann
Hier ist hinten kein redaktioneller Inhalt. Es endet mit der letzten Szene von diesem Akt. Dann gibt es halt noch eine Seite mit allen Beteiligten und hinten noch ein kleines Bild vom Cover. Und bei uns endet es auch mit dem letzten Bild. Hier seht ihr zum Beispiel, die Seite glänzt sehr schön, sowie den Beteiligten aus der deutschsprachigen Version. Von den Zeichnungen selber hat Naoko natürlich wieder mal ihre Chance genutzt, viele Kleinigkeiten abzuändern. Es sind sehr minimalistische Änderungen, die kaum einen auffallen, außer wenn man vergleicht wirklich Panel zu Panel. Von der Übersetzung her ist es eine neue Übersetzung. Es wurde quasi nicht eins zu eins die Übersetzung aus dieser Edition genommen, sondern wurde wieder neu übersetzt. Wurde neu übersetzt. Und hat hier und da natürlich ein paar Feinheiten besser darstellen lassen. Die erste Staffel ist damit mit Ausgabe 2 vollständig erschienen. Staffel 3 wird hoffentlich demnächst erscheinen mit Sailor Mars auf dem Cover. Und dann geht es schon um die zweite Handlungsbogenstaffel mit Black Moon, was auch eine sehr spannende Geschichte ist. Und dadurch, dass die Paneele natürlich etwas größer sind, hat man auch viel mehr zu sehen und viel Details. Naoko Takeuchi hat sehr, sehr detailliert gezeichnet, vor allem ihre schönen Hintergründe, die sie anfertigen ließ oder teilweise selbst mitgestalten hat, sind sehr schön. Was viele dieses Mal bemängelt haben, ist, dass das Buch sehr nach Chemie riecht. Also, ich habe bei meinem Exemplar jetzt nichts feststellen können, weil viele haben dann schon davon geredet, dass sie Kopfschmerzen bekommen beim Lesen und sich das nicht antun können oder wollen. Aber ich muss sagen, ja, wenn ich ganz tief die Nase drin halte, riecht man natürlich schon eine chemische Substanz, aber wenn ich jetzt so lese, merke ich gar nichts. Das habe ich schon beim letzten Video erwähnt. Was mich etwas irritiert und was ich schade finde, ist, dass es dieses Mal der mystische Silberkristall ist. In den 90er war es der heilige Silberkristall bei Crystal und bei den hier der magische Silberkristall und jetzt der mystische Silberkristall. Aus Sicht der Übersetzung ist es legitim, weil das Wort kann in diesen verschiedenen Art und Weisen übersetzt werden. Aber da hätte ich mir vielleicht eine Kontinuität erwartet, vor allem, weil sich das ja immer mit Sailor Moon Crystal matcht. Ja, also für alle, die sich noch überlegen, das zu kaufen, wir von Sailor Moon German können es voll und ganz empfehlen, wenn ihr Sammler seid. Wenn ihr die Mangas noch nicht habt und einfach nur die Geschichte lesen wollt, werdet ihr mit den alten besser bedient. Die gibt es teilweise noch. Also zugreifen. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Manga und bedanken uns an Egmont für die Bereitstellung dieses Exemplares. Dankeschön.